Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8 und in diesem Video passiert folgendes. Ja moin Leute, willkommen. Dachte schon, die Musik läuft denn noch. Bisschen kann ich's hören. Hallo Joe, hallo Janus, heute machen wir eine Tour bei der One Diamond Group und bei euch, ihr habt ja noch private Base sozusagen, die unabhängig davon ist. Und da können wir gerne mal reinschauen. Bevor es jetzt losgeht, falls du neu bist, mich noch nicht kennst, würde mich freuen, wenn du nicht vergisst, den Kanal zu abonnieren, weil dann alle weiteren Videos in der Abo-Box und ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus wäre auch immer wahnsinnig lieb. Vielen Dank, wenn du dabei bist. Jetzt geht's los mit der Folge. Im Nether hier neben dem Shopping-District gibt es noch so einen kleinen Abzweig. Leider ohne Gesicht oben drauf. Ich wusste gar nicht, dass ihr das hier seid, aber hier sollte dann ein fetter Turm sein. Genau, das wollte der Kevin noch machen. Kannst du mal mit durchgehen und du kommst dann direkt bei uns hier schon in der Base raus. Die ist, wie gesagt, noch am Anfang. Also wir brauchen da echt viel Zeit zu mit dem ganzen Blackstone. Das dauert immer ein paar Sekündchen. Und das ich hab gerade Dreckstone verstanden. Nicht Blackstone, sondern Dreckstone. Würde inhaltlich auch gleich passen. Ja, wir sind hier in einen richtig saftigen Turm rausgekommen, wie ich das sehe. Yes, genau. Also unten in der großen Halle, die wir gerade bauen. Villager Trading Station, eine ziemlich große, dicke, die automatisiert funktioniert. Also wenn Villager hier drin ist, dann blockiert er direkt auch den Spot, sodass der nächste Villager sozusagen in den nächsten freien Arbeitsplatz laufen kann. Die müssen wir nochmal anschmeißen. Die laufen hier so rein, oder was? Genau, ich zeig's dir mal. Wir können mal einen reinsetzen, wenn du willst, das ist kein Ding. Ja. Zeige ich dir gleich mal, Spark. Das Herzstück der Basis ist eigentlich hier der ganz normale Villager-Breeder. Das ist so ein ganz einfaches Teil. Zwei Villager pro Tag sozusagen, die da rauskommen können. Die fallen dann hier unten rein und laufen dann gleich in unser Villager-Light-System. Das zeige ich dir gleich, wenn wir einmal außen sind. Und das ist das Herzstück der Base. Die Trades sind ja, wie du schon gemerkt hast, ziemlich OP aktuell in Craft Attack und auch in Minecraft allgemein. Und ja, wir wollen die auf jeden Fall wieder nutzen, bevor wir da gleich mal auf die Technik eingehen. Hier läuft ein Zombie rum. Ja, die laufen hier überall rum. Die sind fürs Zombifizieren da. Die haben auch alle Namen der Zuschauer. Ich weiß gerade gar nicht, was ist. Das ist jetzt hier der Dark Psycho, glaube ich, war es. Und die brauchen wir. Du kannst nämlich hier die Schalter umlegen. Dann würde hier der Villager nach unten gehen und dann von den Zombies zombifiziert werden. Ja. Also ziemlich einfache Technik, aber ziemlich effektiv. Hier hinten haben wir einmal so ein kleines Basic-Lager, wenn du durch das Portal mit durchgehst. Ja. Sehr schön, auch so ein bisschen angespitzt nach oben. Genau, dass es auch ein bisschen interessanter sieht. Hier ist unser Basic-Lager, ist aber auch noch nicht so komplett eingerichtet. Da kommen noch irgendwelche. Habt ihr da Übersicht? Dran. Weil die Kissen sind ja alle durcheinander. Ist alles durcheinander, aktuell noch. Okay, dann musst du echt wissen, wo dein Zeug ist. Kreatives Chaos, bevor das bloß zu Fall zum Suchen. Ein bisschen Sortierung haben wir aber jetzt ja seit neuestem. Genau, denn hier hinten, das ist der zweite Teil sozusagen. Für die Sachen, die wir im größeren Stil farmen, haben wir automatische so Silo-Lagersysteme gebaut. Die beiden hier vorne sind zum Beispiel angeschlossen. Mit Füllstandsanzeige. Mit Füllstandsanzeige. Da ist zum Beispiel Melonen und da Kürbisse drinne. Der Rest ist aber jetzt auch leer. Warte kurz, die Melonen sind komplett voll, das ist auch komplett hoch. Die Kürbisse sind auch komplett voll, aber es nur eins leuchtet. Das ist nur die Access Point. Das heißt, du musst dir vorstellen, hinter jeder Lampe steckt nochmal eine Kiste. Ah, okay. Genau. Kannst du mal mitkommen hier, Spark? Ich zeige dir es. Hier siehst du es. Also für jede Doppelkiste plus Trichter geht immer eine Lampe an. Also da geht einiges gut was rein. Ja. Ah, okay. Kann man durchaus so sagen. Was wir jetzt hier vielleicht noch vorhaben, damit es dich auch interessiert, wir wollen hier in der Mitte einen großen Kronleuchter bauen, der da an den vier Punkten sozusagen nach unten ragt. Mit Ketten. Und genau, mit Ketten, wie wir das hier schon an den Seiten gemacht haben. Und wir wollen es relativ chaotisch nachher haben, dass hier überall Ketten mit Laternen runterhängen, damit das halt wie so eine mystische Halle aussieht. Das wird, denke ich, durchaus noch ganz spannend werden. Du kannst an den Seiten, so wie hier, halt in die oberen Etagen einmal hochfahren. Jo. Da ist nochmal die gleiche Technik mit den Villagern. Dass wir das wie viele Villager braucht ihr eigentlich? Wir wollen von jedem Trade einen haben. Das war so ein bisschen die Idee. Okay. Ja. Und hier oben siehst du dann noch den Rest der Füllstandsanzeigen. Und die Fahrstühle mit Wasser. Die gehen noch weiter hoch. Ja, die gehen bis hier hin. Ich glaube aber, den Villagern sieht das nach mehr aus, als es am Ende sind. Also ich glaube, am Ende haben wir nur so, keine Ahnung, 60. 60.
60 Stück sind es, glaube ich. Warte mal kurz, bevor wir jetzt rausgehen aus der Basis, würde ich nochmal Spark, lass uns mal nach unten gehen, eine Sache zeigen. Ja. Und zwar haben wir natürlich auch ein bisschen was vor. Wir sind ja hier im Herr-der-Ringe-Universum gelandet und es sollen später Fahrstühle an diesen Seiten nach oben fahren, dann Richtung Turm. Wir wollen hier später eine Art Quest einbauen. Saurons Quest nennen wir das Ganze. Das wird eine Art Prüfung sein, die Spieler spielen können. Für die Prüfung müssen sie sich anmelden, das kostet einen Diamant. Und dann müssen sie ähnlich wie in Adventurecraft Aufgaben lösen und am Ende einen Ring in einen Vulkan werfen. So wird es dann enden. Und ja, wenn möglich gewinnen. Und dafür gibt es dann ein kleines Geschenk. Welches Item nehmt ihr als Ring am Ende? Goldnugget? Mal gucken wir mal. Müssen wir mal schauen. Also das ist noch offen. Da gibt es noch ein bisschen was. Ja, okay, cool. Schauen. Genau, es ist auf jeden Fall viel geplant. Nach oben, nach unten. Wir gehen jetzt mal kurz hier raus. Dann können wir dir nämlich mal die Technik von den Villagern zeigen. Und ein bisschen noch was hören. Musik. Eine genau, Idee ist, wenn wir später ein Portal haben. Ja. Ein Baby-Zombie. Spark, wenn du mal hier ganz kurz hinkommst, nochmal, bevor wir die Villager uns anschauen. Weil wir gerade, das passt gerade perfekt. Wir wollen später hier ein großes Portal haben, Eingangsportal. Und wenn das Eingangsportal geöffnet wird, soll so ein bisschen Herr der Ringe-Theme abgespielt werden. Achtung. Viel Spaß beim Notenblöcke setzen. Jo. Hatte ich schon ein paar Mal gehört auf dem Server. Ich glaube, man ist noch nicht auf YouTube mit drin. Ich habe die Notenblöcke jetzt aber mal angestellt. Nice. Sehr, sehr, sehr cool. Muss man halt idealerweise Musiker dafür sein, das irgendwie zu arrangieren vorher. Also. Würde ich auch mal so sagen. Komm mal mit, Spark, dann kannst du hier nochmal reingucken. Also ich glaube, die Melon Pumpkin Farm ist jetzt hier kein großes technisches Geheimnis oder Feuerwerk. Ach, hier da hinten. Genau, ja, genau, die mit den von oben runter gedrückt wird und Hopper mein Katz hier langfahren. Schien. Janus, ich muss mal kurz sagen, ich bin stolz auf dich, dass du hier endlich mal hier variable Clocks verwendest, die sich an- und ausschalten. Wir wollen ja nicht zu viel Störgeräusche machen. Ja, super, perfekt. Ja. Gut, dann kommen wir mit, Spark, und dann zeigen wir nochmal den Rest. Also das Highlight, das müsst ihr euch jetzt auch, das sehen deine Zuschauer erst gleich, das ist nämlich, wenn wir den Flugmodus nicht das mal anmachen. Wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz hier wieder rein und gehen einmal auf die Rückseite, dann zeige ich jetzt nämlich nochmal, wie das mit den Villagern funktioniert. Kannst am besten hier einmal mit rumfliegen. Ja, und zwar ist das so ein ganz einfaches System. Das hinten ist das Lager, der große Block. Und wir haben halt jetzt für jeden Slot, das sind 4 Slots, also auf jeder Seite 2 automatische Lenksysteme. Hier sind die Villager, der Breeder ist jetzt gerade ausgeschaltet. Also da sind jetzt 15 oder 16 Stück oder irgendwie sowas drinne. Und du kannst auf Knopfdruck, da müssen wir gleich einmal von den Schienen runtergehen, hier dir einen Villager rausholen auf Knopfdruck und der wird dann entsprechend der Leitwege, wie es gerade eingestellt ist, dann in den jeweiligen Slot gebracht. Und wenn er ein Arbeitsblock sozusagen am Arbeitsplatz ist von den Villagern, den Parts findet er da automatisch hin. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das habe ich mir auch ein bisschen zunutze gemacht bei Villagern, einfach die selbst pathfinden lassen zu ihrer Working Station und da kann man die über weitere Strecken locken, auch wenn es mal bergauf geht, mal bergab geht, weil mit Mineguards oder mit Booten ist es immer so nervig. Und das ist voll cool, dass das in neuen Versionen echt besser geht. Genau. Du kannst halt mal kurz hier reinkommen, zeige mal, die Besonderheit ist, ich bin jetzt mal ein Villager, okay? So, angenommen, da unten ist jetzt ein Block, eine Werkbank oder was auch immer, dann würde ich jetzt hier pathfinden, gehe jetzt hier rein und wupp. Über mir, zack, schließt sich automatisch dieses Ding hier. Aber kannst du jetzt und wenn wir jetzt gemerkt haben, der Villager ist doof, dann knallen wir den weg und wupp, das Ding ist wieder offen für den nächsten Villager. Jo. Ja, okay, aber wenn ich jetzt da runterkomme, dann hier kommt natürlich noch ein Block dann davor, damit er nicht rauskommt. Ja, kommt, genau, der Werkblock kommt davor. Der Villager steht dann hier, muss du vorstehen, dann hat er hier seinen Werkblock. Ja. Aber fällt er da runter auch ohne Trapdoor, also hüpft er einfach das Loch dann direkt? Ja, der fällt da direkt runter. Also komm mal mit, hier, das sieht dann so aus wie hier ungefähr. Du musst halt, hast du aber wahrscheinlich in deinen Videos auch schon mehrfach gesagt, es so machen, dass du hier die Villager mit Lava verbrennst. Also du darfst die ja nicht schlagen, sonst gehen die es an die anderen weiter und die Trades werden halt bad. Aber das kriegst du auch hier eigentlich ganz gut hin. Einmal einen Lava-Block hinsetzen und dann goodbye. Und du kannst dich jederzeit zombifizieren, einfach Schalter runter. Die werden dann erst vom Monster angegriffen, vorher nicht. Ja. Und dann kannst du die nochmal selektieren. Ja, ne, cool. Bei mir habe ich einen anderen Ansatz, wenn ich die mache, ich lasse die frei im Turm rumlaufen und sperre die nicht ein. Einfach so als neues Konzept auf einer Etage, die komplett ausgeleuchtet ist, sodass nichts passieren kann. Hat ja auch was. Dann nimm mal deine Raketen in die Hand. Ja. Und flieg einmal hier rüber auf das Swan Diamond Headquarter und guck dann mal in die Richtung, wo unsere Basis ist. Ich hoffe, dass bei dir die Chunks nach oben schon geladen haben. Ja, haben sie geladen, einwandfrei. Dann kann man sich mal auch grob vorstellen, was das Ganze hier sein soll.
Und zwar machen wir den Barad-dûr aus Herr der Ringe nach. Also bauen wir, versuchen wir nachzubauen. Das ist der dunkle Turm von Sauron, vielleicht für die Zuschauer, die das noch nicht so kannten von dir. Aber, könnt ihr mal kurz Tag machen, dann sieht es ein bisschen besser aus. Nö, ich kann natürlich es einwandfrei wegen, ich habe Gamma auf hoch. Also man kann ja sehen. Genau, vielleicht da noch den Hinweis, wenn du hier rumfliegst und das Auge sozusagen immer anschaust, sieht so aus, als wenn der schwarze Punkt dich tatsächlich verfolgt. Denn, Ja, ist so eine Art optische Täuschung. Ja, weil das so nach innen gewölbt ist, ne? Genau, das ist. Und durch das nach innen wölben hat das ein bisschen Ding, aber von der Rückseite sieht man es nicht. Genau, von der Rückseite sieht es natürlich dann dementsprechend curved aus und nicht so cool aus. Also da hatten wir auch überlegt, was wir nehmen. Josef, ich habe mich mal hingelegt, dann können wir es bei Tag einmal zeigen. Ah ja, perfekt, ne? Super, Achtung. Ja. 3, 2, 1, liege. Perfekt. Und jetzt, yes. Dann kann der Spark sich das nochmal bei Tag anschauen. Ja, oben ist aber der Turm hat noch eine Besonderheit. Und zwar, wir wollen hier den geübten Symmetriker in den Wahnsinn treiben. Der Turm ist nämlich um einen Block offsetted. Yep. Beziehungsweise der Turm war korrekt, aber unten der Mittelpunkt. Also selbst die Gleise sind korrekt. Eigentlich das Ganze, was hier gerade... Aber ich glaube, wenn er es bei so einem großen Turm macht, wird das kaum auffallen, ne, wenn das... Also man sieht ja, wenn es... Der wird sowieso noch gerandomized, also da kommen später ganz, ganz viele Seitentürme und Arme dran. Man wird es nachher nicht erkennen, würde ich mal behaupten. Also das weiß man schon. Weniger ist, ja, nicht. Cool. Wenn man es weiß, weiß man es. Aber hat er nicht sowieso einen 2x2 Mittelpunkt oder hat er eine Punktsymmetrie? Ja. Weil das sieht gerade so aus, als... Nee, ist eine 2x2, unten ist auch eine 2x2 Symmetrie. Ja, aber... Das Problem ist, dass es ein Block zu weit nach vorne ist, also die Symmetrie ist nicht... Also guck mal hier. An den Seiten kannst du es halbwegs erkennen, ja. Ah, ich bin nach unten. Ja. Komm mal hier hin. Ah, hier ist Joe, ich dachte, das wärst du. Mit hier schon wieder relativ, hier ist zu viel. Ja, jetzt sehe ich's. Ah, da ist runter, perfekt. Genau, und dann schau mal hier, das ist sozusagen der Mittelpunkt. Also, das hier ist der Kreis ist richtig. Und das hier ist der Mittelpunkt von unten. Du siehst das an den dicken Säulen von dem Blackstone. Ja. Ah, okay, und du hast, ihr habt jetzt, okay. Ja. Es ist einfach ein Block verschoben, wenn man das so sehen möchte. Autsch. Wobei, Josef, ich hatte es mir noch überlegt, an sich ist der Turm gerade richtig zu dem runden Kreis, den wir hier mit Schwarz schon drum gebaut haben. Das Teil hier unten ist eigentlich wirklich ein Block schief. Das heißt, ist aber das wäre anstrengend umzubauen. Ja. Also, da ist die meiste Technik drin. Ja. Gut, also das ist das, was wir aktuell haben. Noch viel zu tun, wie wahrscheinlich bei dir auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das mal zeigen zu lassen. Gerne. Wie gesagt, ich bin auch mit meiner Bubble und ich glaube, die Zuschauer machen mir Bock, ein bisschen zu sehen, was die Kollegen hier so machen auf dem Server, zumindest auch mal eine Zusammenfassung. Feier ich, finde ich schön und sehr, sehr nice. Bin gespannt, wenn es fertig ist. Und eine Frage müssen wir noch beantworten, bevor wir fertig sind. Eine wichtige Frage. Wie viele Bastionen habt ihr abgebaut für den ganzen Blackstone? Also, ich habe verschiedene Strategien. Also, meine Hoffnung war ja eigentlich, dass du eine schicke Goldfarm machst, direkt mit einer Trading Station anschließt. Kommt noch. Bin ich tatsächlich gerade dran. Wir das alles bei dir kaufen können. Wir haben 1,5 Bastionen, hatte ich ungefähr dafür abgebuddelt. Das Problem ist, du kriegst in der Bastion nicht ausreichend Blöcke von jeder Art vom Blackstone. Okay. Also, eigentlich brauchst du wirklich diese Blackstone-Blöcke, wie sie auch heißen, ja, also keine Blackstone-Bricks. Genau. Weil daraus kannst du alles craften. Am einfachsten ist es, das ist auch eine gute Sache, dass wir so viele Spieler sind, die Ebene 11 ist ja komplett ausgehoben worden im Nether unten. Da sind super viele Blackstone-Vorkommen, die nie ausgehoben haben. Da sind auch richtig viel umgebuddelt haben. Da haben wir, ich würde sagen, mehr als die Hälfte auf jeden Fall hergefarmt. Sehr geil. Ja, ich muss mal gucken, also Picklin Trade Station, den Glasshop, der bringt einfach nichts, hat, keine Ahnung, 2 Leute haben gekauft. Ja. In 4 Wochen, 3 Wochen, I don't know, ich werde, denke ich mal, das austauschen. Wahrscheinlich mache ich Picklin Trades dann da rein. Und wird dort alles anzubieten sein, was eben von den Picklin Trades rauskommt, sozusagen. Coole Sache. Ja, wobei wir die Soul Speed Bücher, die verkauft ihr, wenn ich das richtig gesehen habe oder so. Das heißt, die skippe ich dann halt, oder? Habt ihr die bei euch nicht drin? Die Bücher kriegen wir von Veni zugeliefert. Wollte ich sagen, abgeliefert der Veni. Genau. Gut. Naja, die würde ich dann halt einfach auslassen. Aber alle anderen Picklin Sachen, sei es jetzt hier Fäden, Blackstone, wir kaufen Fire auch Charges. Gerne an, also ist kein Problem. Wenn du da Bücher über hast, können wir die natürlich gerne so mal in unseren Stock mit reinnehmen. Ja, die werde ich in Massen übrig haben, höchstwahrscheinlich. Was für eine nette Überleitung zu dem zweiten Teil unserer Rundtour, den ich dir dann gleich geben würde. Jo, die One Diamond Group und alles was so. Joe, hast du eine eigene Base eigentlich noch? Ich bin Mitbewohner bei IOSA 100, bei Janus. Ach so, genau. so ein Untermieter.
Ja, wir eigentlich wollten das zusammen machen, aber du kennst mich und meine Designkünste, deshalb haben wir entschieden, Janus macht das Design der Basis und ich mache alles, was dann später an Hightech hier reinkommt. So ein Untermieter, der morgens um 5:30 immer noch die Musik laut aufgedreht hat. Janus, wie ist Ja. das? Ja, ich muss die ganze Zeit immer aufräumen danach, die Kisten sehen aus wie Sau, das Geschirr ist nicht gewaschen. Das ist, Richtig, genau so stelle ich mir Joe vor. Ja, der lässt sich Dass du irgendwelche Items irgendwie suchst, die Joe hat die schon alle verbaut oder sowas, Redstone fehlt bei dir, volles Programm. Farmen 2 Tage und auf einmal, zack, logge ich mich wieder ein. Richtig, der Mitbewohner den Kühlschrank leerräumt. Bei euch ist es einfach Joe, der das Redstone leerräumt. Ja, ich denke mir immer so, Janus, das ist ja nett von dir, dass du hier schon 10 Verstärker gecraftet hast. So, das wäre nicht nötig gewesen. Oh, danke, eine ganze Schalkerbox mit Redstone. Ich nehme mir die einfach mal mit. Ja, das trifft es auf den Punkt. So ungefähr, wenn man das freundlich ausdrücken möchte. Ja, gerne, okay, dann machen wir einen kleinen Cut und wir gucken mal bei der One Diamond Group, was die alles gebaut haben. Also, letzten Endes auch hier. Jo, genau. Nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.